Hallo, willkommen zurück zu JackX. Wir hatten letztes Mal ein ganz schön happiges Rennen gehabt und sogar einmal nur Zweiter geworden. Das haben wir allerdings nochmal korrigiert und wollte mal gucken, was der Geheimnisladen so hergibt. Eieiei, okay, also da müssen wir auf jeden Fall relativ viele Rennen fahren, um das alles freizuschalten. Ich weiß nicht, ob ich das später eventuell sogar offscreen mache. Oder ob wir die Sachen so zusammenkriegen. Naja. Ja, wir haben Crass City soweit erledigt, wir haben Sparus erledigt und jetzt geht's weiter in Haven City. Das Klippenschlachtfeld. Dies ist ein Artefaktrennen, Jack. Du musst so viele Artefakte sammeln wie möglich. Der Fahrer mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Sobald ein Artefakt erscheint, fahr hin und schnapp es dir. Natürlich hast du da draußen jede Menge Gegner, also musst du schneller und schlauer sein, wenn du gewinnen willst. Aber du kannst es schaffen, das weiß ich. Okay. Dafür scheint ja wohl der Dragonfly ein bisschen besser zu sein. Einmal Panzerung und einmal Turbo hoch. Dass wir ein bisschen mehr aushalten. Und was schneller sind. Das Artefakt zuerst. Sammle die meisten Artefakte auf und gewinnen. Okay. Ach, okay. Fängt ja schon mal gar nichts mal so gut an. Die sind nicht für euch, die gehören mir. So. Oh, okay, wir starten mal eben neu. Wir haben 4 Minuten Artefakte zu sammeln. Ach komm. Oh ja. Das ist meins. Nein. Ich hatte kein Turbo mehr. Nein! Ach Mann! Die Karre ist genauso schlecht zu fahren wie die Karren in Jack X, Jack 3 meine ich. Ernsthaft? Oh ja! Oh! Blöde, Tricks, Karre. Das nehme ich. Wie ist es natürlich, dass die Gegner meist dann schon in der Nähe sind von dem Ding, was spawnt. Nein, nicht so weit! Schwebezeit nicht gut in diesem Fall. Oh! Nein, 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 nein! Friss meinen Staub! Das war jetzt echt doof. Ich konnte gar nichts mehr machen. Ich habe mich irgendwie so festgefahren. Thank you.
Ah, Precursor-Artefakte-Jagd, die kennen wir ja noch. Lärmärsche. Noch eins für mich. Ja, ein Artefakt, aber wir haben dafür ihm eins verpasst. Dafür bin ich jetzt darüber geflogen. Ja. Ich habe mal überhaupt nicht gelohnt. Meins. Festhalten weg! Leute, gleich. Buja! Ihr habt verloren. Naja, ein Tod. War jetzt nicht so schlecht. Ja, du hast ein neues Fahrzeugteil gewonnen. Volt, we need Patent, was auch immer das ist. Island hat noch neue Punkte. Vereiste Zitadelle. Wie wär's mit einem Todesrennen durch die landschaftlich schöne Plündererfestung? Ein großartiger Ort für Megarutscher und noch größere Feuerbälle. Also lege deine Minen mit Bedacht. Viel Spaß! Ah, nehmen wir mal den Roadblade. Deiner Gegner. Tunen wir noch ein bisschen unseren Turbo. Okay, Seitenverkleidung. Kofferraum. Räder haben wir neu. Mischgeflecht. Nehmen wir den Stil Nummer 3. Ja, das war standardmäßig. Da haben wir nichts. Gut. Karre ist getuned. Wir müssen sowieso wieder nur Bots ausschalten, dementsprechend. Da kam eine Lawine. Weg mit dem So. Das hier ist für dich. Ja.
Hol's dir. Ah. Da passt immer die Waffen. Und noch einer. Auf der Ziellinie. Um 3 verfehlt. Naja. Natürlich versuchen wir es erneut. Für uns gilt nur Gold. Ein weiteres großes Rennen steht kurz bevor. Also ich gebe mich zumindest nicht zufrieden mit einem zweiten Platz. Also, läuft doch. Alles weg. Brezen hier, dann ist, anders geht's hier nicht. Hoppala. Eine Minute haben wir noch. Ja. Dieses Rumgerutsche. Na also, wir haben's. Gewonnen. Also 188 Punkte, 150 hätten wir gebraucht. Willkommen zurück zur GT Blitz Show. Leider
hat der Sender in seiner unendlich geringen Weisheit einen Co-Moderator angeheuert. Wüsste zwar nicht, wer mir das Wasser reichen könnte, aber was soll's. Ein recht lauwarmes Willkommen für meinen neuen Kollegen, Mr. Packer. Danke, GT. Und hallo an alle Zuschauer da draußen. Ich danke dem Sender für die Ernennung zum Retter dieser farblosen Show. Nun denn, willkommen an Bord, Packer. Jetzt reicht's! Wer ist dein Agent? Warum kriegt immer Packer die ganzen tollen Jobs? Als erstes soll ich den Gerüchten um diese Superwette auf das diesjährige Meisterschaftsrennen nachgehen. Quellen zufolge ist eine Verbrecherorganisation involviert. Doch leider rufen meine Quellen nicht zurück. Sie werden vermisst. Vermutlich sind sie tot. Aber Packer erschüttert so leicht nichts. Ich werde die Wahrheit aufdecken und sie hier in der Show verkünden. GT? Ja, natürlich. Und lass mich noch sagen, wie sehr ich mich auf unsere Zusammenarbeit freue. Ich mich auch, Blitzmann. Ups, sorry. Oh, du kleiner Mieter. Ein neues Feuerzeug. Neue Seitenverkleidungen gewonnen. Sauber. Da können wir auch die Karren wieder ein bisschen tunen. Ja, jetzt haben wir noch den verbotenen Dschungel. Dies ist eine Dschungelstrecke, Junge. Ah, das Grünzeug hat mich wieder. Setze das Eco-Weise ein, sonst siehst du den Morgen nicht mehr. Du fährst unter dem dichten Blätterdach durch ein paar Ruinen. Fahr schnell, oder du bist selbst ganz schnell ruiniert. Ah, das ist ja ein Rennen gegen die Zeit. Das heißt, wir werden mal wieder ein bisschen unser Fahrzeug tunen. Höchstgeschwindigkeit können wir aktuell noch nicht. Aber ich würde sagen, wir tunen mal unser Getriebe, weil es kann nämlich nicht schaden, wenn wir mal ein bisschen mehr Beschleunigung kriegen. Weil gerade ganz am Anfang sind wir immer ziemlich weit hinten. Ja, unsere Karre ist auf jeden Fall wieder up to date. Mal schauen, was unsere Zeit sagt. 18 Minuten. Ja, das Einfrierrennen könnten wir tatsächlich noch schaffen. Sorry, wenn es gerade ein bisschen geknistert haben sollte. Gentlemen, start your engines! Wurde schon eben gesagt haben, Packer, die müsste das doch sein mit der Ansage, weil die Ansage kam mir so bekannt vor. Start! Nein, ich habe das Spiel bis jetzt noch nicht gespielt, dass ich relativ gut durch die Rennen durchkomme. Das kostet zu viel Zeit. Das Problem ist, man wird auch nicht automatisch zurückgesetzt, bevor eine gewisse Zeit um ist. Und diese gewisse Zeit dauert viel zu lang. Da fehlt die Möglichkeit, die einige aktuelle Rennspiele so haben, dass man einfach bisschen die Zeit zurücksetzen kann, beziehungsweise dass man auch manuell die Karre wieder zurück auf die Strecke setzen kann. Kostet dann zwar auch immer ein paar Sekunden, aber es ist besser, als wenn man darauf warten muss, dass die Strecke das von selber macht. Nein, das war scheiße. Na, machen wir noch mal neu. Wie die aufgescheuchten Hühner.
so viel zum Thema, ich komme gut durch. Die Strecke läuft bis jetzt nämlich nicht so gut, aber gut. Als nächstes sparen wir mal auf ein Motortuning. Denn unsere Karre ist nämlich ein bisschen schwach auf der Brust. Wir haben sämtliche Zeitstopper verpasst und dann auch noch runtergefallen. Wir haben grünes Licht. Ich merke aber leider auch langsam bei der Aufnahme, dass meine Schulter wieder so Richtung Limit kommt. Das heißt, ich auf jeden Fall nach dem Part dann erstmal aufhören muss. War das schlecht. Die Strecke ist schon ein bisschen hüftiger. Wundert euch nicht, warum ich immer wieder da neu starte, aber wenn ich zu viel verpasse an Zeitstoppern und dann zusätzlich noch Zeit verliere durch solche Unfälle, dann ist es besser, wir starten neu und verlieren nicht so viel Zeit. Wir haben jetzt einen Zeitstopper verpasst, auch wenn es ein großer war. Na gut, man könnte auch sagen, es hätte auch seinen Vorteil, wenn man dann trotz verpassten Zeitstopper weiterfährt, die Strecke zu lernen. Mist. Leider einen Zeitfrier direkt am Anfang verpasst. Wenn es auch noch Lenkungsupgrade gibt, die muss ich mir auf jeden Fall da mal holen. Der Karre ist leider nicht besonders gut. Mal vorsichtig auszudrücken. Gut, die Reparatur haben wir tatsächlich gebraucht. Das war knapp. Können wir schon wieder neu versuchen. Das wäre nur Silber geworden. Jetzt schwärmen Sie aus!
Die Karre ist leider immer sehr, sehr schlitterig. Das ist nicht so toll. Etwas, was ich zum Beispiel bei den Sega-Rallye-Spielen nicht ganz so toll finde, dieses übertriebene Gerutsche. Na gut, das ist natürlich auch immer Geschmackssache. Ich habe ein bisschen still werde, ich muss mich voll konzentrieren gerade. Nimmst durch die Unebenheiten hier, verliere ich öfters mal die Kontrolle. Mann, blöde Karre. Rumgerutsche kostet so viel Zeit. Mann! Sorry. Ich hab mich schon bei den anderen Jack Games so ein bisschen genervt. Nein! Na gut. Haben wir noch Silber bekommen, ja, aber wir nehmen dann zumindest die Belohnung mit, weil wir sind jetzt sowieso gerade kurz vom Ziel gewesen. Wir versuchen es nochmal. Na gut, eben die eine Rennen hätte ich eigentlich auch mitnehmen können, da waren wir auch kurz vom Ziel. Na gut, was soll's. Jetzt habe ich nichts gesehen. Also das Zeitrennen ist auf jeden Fall schon mal hier schwieriger als das erste Mal. Allerdings muss ich auch sagen, die Strecke hier ist auch nicht ganz so einfach.
Eine Runde ist um. Ach Mann, diese Kacksteuerung. Ach. Zeitstopper leider verpasst. Die kriege ich irgendwie nie. Naja, was soll's. Das hat auch so gereicht. 35 von 41 Einfrierer haben wir gesammelt. Ich weiß nicht, ob es irgendwie einen Bonus gibt, wenn man alle einsammelt. Ja, ein neues Fahrzeugteil. Zeig ihm, was er gewonnen hat, Packer. Ah. Precursor-Tempel freigeschaltet. Endlich erleben diese alten Precursor-Statuen mal etwas. Setze dein Echo im Tempel mit Bedacht ein oder du zählst bald auch zu den Fossilien. Ja, haben wir doch ganz gut was geschafft wieder. Das heißt, wir haben jetzt Spargo City. Den Precursor-Tempel und dann nur noch einmal bei Spargo City und wir haben fast alles. Wir haben jetzt schon 27 von 39 Medaillenpunkte. Also ich würde mal sagen, das wird auf jeden Fall ein recht umfangreiches Rennspiel und recht schwer. Dann sage ich mal danke, die alle dabei waren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.